Also ich find's ja am geilsten, wenn einer voll gegen die Wand klatscht. So wie Kieran bei seiner Aufnahmeprüfung? War das so? Ja, ist mir nie wieder passiert. Heute fliege ich darüber. Mhm. Wer ja, jetzt darüber ist, der muss Kieran küssen. Los, raus! Kommt jetzt heute unter die Augen. Mord auf dem Stadtgottesacker. Auf dem? Ein Friedhof. Sie übernehmen. Wo sind die Kinder? Ich muss noch mal kurz. Weiter, los! Hey, verstopft, du musst nach oben gehen. Aber doch nicht die Pinkelbecken. Oben. Okay, wenn der Herr der Schmeißfliegen das sagt. Sind das die Gene von deinem Vater? Ja, du redest mit dem Personal so wie ein echtes Millionärsarschloch. Komm. Guten Morgen. Morgen. Kilian, Sie können gleich mitkommen. Männliche Leiche auf dem Friedhof. Nur eine? Mein Gott, ich hoffe, bei den neuen Bewerbern sind ein paar dabei, die den Job ernst nehmen. Da, los. Willkommen zum computergestützten Eignungstest für Bewerber der Polizeifachhochschule in Halle. Im ersten Block geht es uns um Merkfähigkeit. Sie sehen ein Feld mit geometrischen Formen. Im zweiten Block geht es uns ums räumliche Denken. Welche Form hat die Brille dieses Mannes? Nun, das Thema Konzentration. Und Allgemeinwissen. Die Freiheitsstatue trägt eine Krone mit 7 Strahlen. Was symbolisieren diese? Welcher Nadelbaum verliert im Winter seine Nadeln? Von welchem deutschen Dichter stammt folgendes Zitat? Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Uns geht es jetzt um Persönlichkeitsstruktur. Was trifft auf Sie zu? Eine gewisse Ordnung im Leben ist mir wichtig. Im Chaos kann ich nicht arbeiten. Wenn ich ein Ziel habe, setze ich alles daran, dass ich es erreiche. Der Spaten ist in der Kriminaltechnik. Er ist höchstwahrscheinlich die Mordwaffe. Hm. Laut Ausweis handelt es sich beim Toten um einen gewissen Stefan Koch aus Kassel. Eine Fälschung, wie uns die Kollegen vom LKA mitgeteilt haben. Herr Koch war Gast im Hotel zum Roten Turm hier in Halle und ist vor 2 Tagen mit einem Mietwagen aus München hier angekommen. Wir haben auf seiner Kleidung gelben Blütenstaub gefunden von Lilien. Ein genau solcher Strauß Lilien lag auf dem Grab von Helga Röbling. Die alte Dame wurde vor 2 Wochen beerdigt. Wir haben einer Bekannten von ihr das Foto des Toten gezeigt. Sie war sich sicher, in ihm Helga Röblings Sohn Peer zu erkennen. Der überraschenderweise vor 10 Jahren Opfer eines Fährunglücks in Thailand wurde. Und dann mit neuem Namen wieder auferstanden ist. Peer Röbling war kurz vor seinem Tod polizeilich bei einer Nadine Eriksen gemeldet. Ihre Adresse hat sich geändert. Wir haben sie kontaktiert. Und für morgen einbestellt, um einen Ermittlungsansatz zu finden. Dann stehen Sie ja morgen gar nicht zur Verfügung. Wofür? Aufnahmeprüfung. Wir haben 50 Bewerber für das neue Semester, die den Online-Test bestanden haben. Dann werde ich Ann-Christin und Eileen Kelting zur Seite stellen. Die dürfen sich bei der Sportprüfung nützlich machen. Die Runde geht auf mich. Lass mal stecken. Ey, wenn's ihn happy macht. Dr. Salomon steht nicht so auf Bier, oder? Dr. Salomon korrigiert gerade noch so Psychiatrisch-Diskussion. Ich gehe gleich zu ihr. Gönn dir, solange Kieran Spendabel ist. Der hat sich lang genug gedrückt. Er hat sich nicht gedrückt, er durfte nicht raus. Er hatte einen Killer am Hals. Okay. Theo, 4 Bier bitte. Eileen? Komm mal.
Der Typ, der hat eine Waffe. Lass den Scheiß. So schnell kann er gar nicht gucken. Wir sind nicht im Dienst und wir sind nicht bewaffnet. Wir sind die Guten, auch nach Feierabend. Das ist gegen die Vorschriften, das weißt du genau. Das auch. Wir holen Verstärkung, okay? Hey, Aline, ganz ehrlich, ohne dich. Auf! Mark? Toll. Was ist los? Ach, unsere Anti-Heldin hat die Welt mal wieder ein Stück unsicherer gemacht. Ja, hallo, Heffner ist mein Name. Kripo-Anwärterin der PV-Halle. Wir sind privat unterwegs. Ey, was AC mir dauernd unterstellt. Ich bin feige, spießig, unkollegial, entscheidungsschwach und. Du bist aber auch nicht gerade zimperlich mit deinen Kontern. Wie war das neulich? Stur, unbelehrbar, aggressiv, unprofessionell? Du bist auf ihrer Seite, oder? AC ist schon Streife gefahren. In Uniform. Sie ist nicht die Einzige mit viel Erfahrung. Mich hat so ein kriminelles Arsch auch angeschossen, nur weil ich Superwoman spielen wollte. Ich weiß. Ich lag ein Jahr im Krankenhaus. Ich bin froh, dass ich überhaupt noch laufen kann. Zählt das nichts? Das ist nur passiert, damit du mich kennenlernst. Hm. Das ist passiert, damit ich klüger draus werde. Hey, hallo, lass mich los, wir müssen lernen. Ich bin verrückt nach klugen Frauen. Schauen wir vor 4 Jahren auch so aus? Du meinst zu frisch und noch nicht desillusioniert? Ja. Was für dich dabei, AC? Du bist immerhin die einzige Single hier. Och nee, ich lass nur Profis ran. Aber du könntest noch switchen, Kilian. Die tun nur so süß, weil die denken, ihr wärt wichtig. Aileen, AC! Umziehen und antreten, aber zackig! An den Ton werden sie sich gewöhnen. Wir sind hier alle ein bisschen zu jung. Wie alt müssen Sie denn sein, deiner Meinung nach? Entschuldigung? Ja? Ich möchte zur Hauptkommissarin Konrad. Ich habe einen Termin. Ja, das bin ich. Ah, Nadine Eriksen. Ach, guten Tag, Frau Eriksen. Wir haben gehofft, dass Sie uns weiterhelfen können. Sehen Sie sich in der Lage, einen Toten zu identifizieren? Was? Frau Eriksen? Geht's Ihnen gut? Wer ist es? Wie sind Sie denn auf mich gekommen? Herr Röblings letzte Meldeadresse war bei Ihnen. Ich verstehe das nicht. Er ist vor 10 Jahren bei einem Fährunglück ums Leben gekommen. Er ist gestern auf dem Stadtgottesacker erschlagen worden. Ach, kenne ich. Da liegen meine Eltern. Er hat Blumen auf dem Grab seiner Mutter niedergelegt. Seine Papiere sind auf den Namen Stefan Koch ausgestellt. Können Sie sich das erklären?
Frau Eriksen, möchten Sie sich noch alleine von ihm verabschieden? Nein, ich möchte einfach jetzt hier nur weg. Daraus wird leider erstmal nichts werden. Ein Streifenwagen hat gestern noch den Mann aufgegriffen, den Sie vor dem Bierhimmel beobachtet haben. Die Waffe war geladen. Der Mann, ein alter Bekannter der Polizei. Er hat es eine Zeit lang mit Schutzgelderpressung probiert. Gut beobachtet, meine Damen. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt kannst du ja auch mal Luft stecken, dass ich eine unvorschriftsmäßige Idee hatte. Warum sollte ich sowas tun? Was machen noch langweilige Streber wie du? Hey, du kotzt mich so an. Ja, ich darf mich Ihnen vorstellen. Ich bin Dr. Julia Salomon, die Dekanin der Polizeifachhochschule Halle. Und Kriminalpsychologin. Das hier ist Herr Malouf, der Leiter der Mordkommission und Dozent für Kriminaltechnik. Auch ich heiße Sie herzlich willkommen. Sie alle haben bereits bei den Online-Tests unter Beweis gestellt, dass Sie die intellektuellen Fähigkeiten besitzen, im Studium und auch im Dienst bei der Kripo zu bestehen. Heute werden Sie uns beweisen, ob Sie auch die körperlichen Fähigkeiten mitbringen. Sie werden einen 2000-Meter-Lauf und einen Hindernisparcours absolvieren. Danach möchten wir Sie alle gerne im persönlichen Gespräch besser kennenlernen. Also, zeigen Sie sich von Ihrer besten Seite. Unterstützt werden Sie von zwei unserer Letztsemester, die ganz bestimmt noch wissen, wie Sie sich heute fühlen. Laufzettel gibt's bei mir. Und zum Umziehen mir nach. Tut mir leid, dass nur noch dieser ungastliche Raum frei war, aber hier kann man wenigstens ungestört reden. Das ist mein Kollege Herr Abel. Hallo. Woher kannten Sie denn Per Röbling? Wir haben uns übers Internet kennengelernt. Wir haben ein paar Mal hin und her geschrieben, uns dann gleich getroffen. Da war gleich eine Verbindung da. Hat immer gesagt, wir haben uns gesucht und gefunden. Das klingt schön. Ja, Per war ein toller Mann und ein toller Ersatzvater. Also, ich habe einen Sohn aus einer früheren Beziehung. Und dann ist er eigentlich gleich bei uns eingezogen. Sie haben damals in einem Haus in Niedleben gewohnt? Mhm, mein Elternhaus. Ich habe das geerbt. Die anderthalb Jahre mit ihm waren wunderschön. Ich habe gedacht, ich bin angekommen. Ist für immer. Und dann kam die Reise nach Thailand. Ja, Per war Architekt. Er war an einer Bungalowanlage auf Phuket beteiligt. Wir haben jeden Tag telefoniert. Ich konnte immer noch mit ihm einschlafen. Und dann kam das Fährunglück. Sind Sie denn nie auf die Idee gekommen, dass er vielleicht einfach nur untergetaucht sein könnte? Nee, niemals. Möchten Sie vielleicht eine kurze Pause einlegen, mal frische Luft schnappen? Der Typ hat sich verarscht, oder? Ja. Also ich muss den Jungs nur beim Parkour zuschauen und ich weiß, wer ein guter Polizist ist. Den Jungs, ja? Bewerberinnen, Polizisten und Polizisten. Und die strukturierten Interviews hinterher, die halten Sie für überflüssig? Nee, sagen wir überbewertet. Sagen Sie, Herr Kelting, bei Ihren Bewerbungsgesprächen damals hier in Halle, konnten oder wollten Sie da offen mit Ihrer sexuellen Orientierung umgehen? Auf was wollen Sie hinaus? Dass ich schwul bin? Ich will doch nicht wegen meiner Sensibilität eingestellt werden. Naja, die konnten Sie ja auch bis heute erfolgreich verbergen. Hi, Melissa Becker. Den Hindernisparcours habe ich geschafft. Ich soll jetzt laufen. Ja, da habe ich Sie. Wie lief's denn bis jetzt? Ganz gut, bis auf, dass ich beim Parcours gegen die Wand gerannt bin. Aber ich bin durch. Ich sehe hier, dass Sie sich schon mal beworben haben. Ja, ich habe hier beim Laufen die Zeit nicht geschafft. Aber ich habe trainiert. Das ist meine große Schwachstelle. Das wird schon. Ja, ich bekomme jetzt auch noch meine Tage. Okay, also Sie müssen den 2000-Meter-Lauf in 11 Minuten 20 schaffen. Dafür muss man jetzt kein Gepard sein. Das schafft auch eine fette Hauskatze. Bereit? Bereit. Dann auf die Plätze. Fertig. Ich hab was für euch. Der Tote auf dem Friedhof ist durch die Presse gegangen, inklusive Foto. Woraufhin sich zwei Frauen, eine aus Bielefeld und eine aus Leipzig, bei der Polizei gemeldet haben. Die eine hat eine langjährige Beziehung zu ihm. Bei der anderen ging es nur ein paar Monate, bis er
Nach Thailand musste? Bingo. Das heißt, Per Rübling hatte außer Nadine Eriksen noch zwei weitere Frauen am Start. Die ihm beide fette Summen Geld mitgegeben haben. Ja, aber doch nur, um ein gemütliches Nest in Phuket zu bauen. Bis du dann nachkommst, mein Schatz. Arschloch. Gut, dann checken Sie doch bitte die Alibis der beiden Damen, ja? Hab ich schon. Miss Bielefeld ist seit Wochen verreist und Miss Leipzig, naja, sie hat zurzeit ein Gipsbein. War der überhaupt jemals in Thailand? Er ist damals nach Bangkok gekommen, aber dann verliert sich seine Spur. Hat Frau Eriksen ihm auch Geld mitgegeben? Sie hat damals einen Kredit über 300.000 Euro aufgenommen. Ich schätze mal, sie sind in Röblings Portemonnaie gelandet. Ich denke, ihr war bis heute nicht bewusst, dass er ein Betrüger war. Ganz im Gegensatz zu Mutti. Auf ihrem Konto befinden sich regelmäßige Überweisungen aus dem Ausland. Ach, was für ein guter Junge. Und in ihren Verbindungsnachweisen immer wieder obskure Auslandshandynummern. Das heißt, Helga Rübling stand in ständigem Telefonkontakt zu ihrem Sohn. Zu Stefan Koch. Gute Arbeit, Kilian. Frau Eriksen, haben Sie Herrn Röbling in irgendeiner Weise finanziell unterstützt? Er hat gesagt, er will das Geld in unsere gemeinsame Zukunft auf Phuket investieren. Wir sollten ja nachkommen. Wir saßen ja quasi auf gepackten Koffern. Und dann kam der Anruf, dass Per bei dem Fährunglück ums Leben gekommen ist. Es ging ja damals durch die Presse 200 Tote. Ich bin dann nach Thailand geflogen, also ein paar Tage später nach dem Unglück. Und sein Name stand auf der Passagierliste, aber seine Leiche ist nie gefunden worden. Helga hat dann, seine Mutter, hat ein halbes Jahr später beantragt, ihn für tot erklären zu lassen. Aber der mit der Todesnachricht, so ein Mann mit diesem Namen, gab es vor Ort überhaupt gar nicht. Per hat schon eine Woche vor dem Unglück aus seinem Hotel ausgecheckt. Das Konto war aufgelöst, das ganze Geld war weg. Warum sind Sie nicht zur Polizei gegangen? Wozu? Was sollte die unternehmen? Er hat sie ihr Elternhaus gekostet. Warum haben sie nicht gekämpft? Ich habe gekämpft. Ich hätte ihn nur im Bett liegen können und heulen, aber ich bin aufgestanden, habe Frühstück gemacht, habe mich um meinen Sohn gekümmert. Wir hatten ja schon das Haus verloren. Entschuldigung. Sollte nicht auch noch seine Mutter verlieren. Ach, das ist eine Freundin. Das kann warten. Hier, das ist mein Sohn. Macht gerade erstes Staatsexamen. Jurist. Wenn ich mich hätte gehen lassen, dann hätte ich ihn auch mit runtergezogen. Klar, es war hart, wir mussten unsere Ansprüche runterschrauben, aber vielleicht hat es ja geholfen. Ihn zu dem Menschen zu machen, der er heute ist. Komm schon. Nochmal alles geben. Gleich ist Mittag, Pizza und Torte. Und 11:26. Heißt? Ja, zu langsam. Die Prüfung ist an dieser Stelle leider für Sie beendet. Wegen 6 Sekunden. Knapp daneben ist auch vorbei. Ich bin umgeknickt wegen dem Scheißboden. Es tut alles weh. Dafür ist die Zeit echt gut. Keine mildernden Umstände. Ey, du kannst ein Auge zudrücken. Auch zwischen uns Frauen. Den Frauenbonus gibt's schon. Die Männer müssen 2 Minuten schneller sein. Aber vielleicht klappt's ja nächstes Jahr. Ich hatte auch nur der Minderheitenbonus hergebracht. Vorsicht. Alles Gute auf Ihrem weiteren Lebensweg. Entschuldigung. Nehmen Sie sie bitte mit zum Hauptgebäude. Sie ist verletzt. Klar, natürlich. Oh, ganz cool. Das Krankenhaus hat ihn über den Tod von Frau Röbling informiert. So eiskalt, nicht das Grab seiner Mutter zu besuchen, war nicht mal er. Ja, trotzdem ganz schön gewagt, einfach hier anzureisen. Ich meine, Halle ist nicht groß, die Wahrscheinlichkeit, alten Bekannten über den Weg zu laufen. Frauen, ganz schön dreist, würde ich sagen. Und er hat sich nicht mal geniert, in einem Nobelhotel abzusteigen. Hier, das haben wir in seinem Hotelzimmer gefunden. Ein Schlangenledergürtel und hier dieses komische Ding. Keine Ahnung, was das ist. Ein Seidenschlafsack. Ein was? Naja, er hat Hotelbettwäsche gehasst.
Sie und ihr Sohn verlieren ihr Zuhause und er schläft in Seide. Wenn das kein Grund ist, jemanden abgrundtief zu hassen. Eine bravouröse Kehrtwende. Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass Frau Konrad die Frau mag. Ja, tut sie auch. Gerade deshalb ist sie besonders streng. In unserer Arbeit dürfen wir uns weder von Sympathie noch von Antipathie beeinflussen lassen. Ich habe ihn nicht gehasst. Jedenfalls nicht mehr. Für mich war er tot. Kein Triumphgefühl. Geschieht dem Kerl recht. Dann danke ich Ihnen erstmal für Ihre Zeit. Wirklich helfen konnte ich Ihnen ja nicht. Naja, wir haben ein etwas klareres Bild vom Opfer gewonnen. Er hat immer gesagt, dieses kleine französische Restaurant im Roten Turm, das sei Weltklasse und obwohl da die Betten mithalten könnten. Naja, als er starb, hat er es dann gewusst. Danke für die Info. Hatte ich Ihnen gesagt, dass es sich bei dem Hotel um den Roten Turm handelt? Ja. Soll ich noch mal in die Videoaufzeichnung sehen? Gut. Komm schon, du schaffst das, du bist super in der Zeit. Ja, sehr gut. Ihr Vorstellungsgespräch ist im Hauptgebäude, Raum 2A. Dankeschön. Viel Glück. Melissa Becker. Hallo. Hi. Sie sind ja schon gelaufen. 6 Sekunden über der Höchstzeit. Tut mir leid. Ja, aber ich möchte noch mal. Ich kann das. Das kann ich aber nicht machen. Wo ist die Kollegin, die vorhin hier war? Pause. Die hat mich sowas von mies behandelt. Ich war vollkommen verunsichert. Das kann ich mir nicht vorstellen. Findest du, ich bin fett? Nein, natürlich nicht. Hat sie das gesagt? Ja. Und sie hat mich ausgelacht, als ich meinte, dass ich beim Parcours gegen die Wand gerannt bin. Sie hat mich voll herablassend behandelt. Das hat mich voll verunsichert. Und als der Müllwagen kam, meinte sie, rauf, der da gehöre ich hin. Niemand von uns macht Bewerber absichtlich fertig. Schon klar. Also gut, neuer Versuch. Danke. Aber das bleibt unter uns, ja? Los geht's, Leute! Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass wir Sie ab jetzt als Tatverdächtige vernehmen werden. Außerdem zeichnen wir das Gespräch auf Video auf. Ich hab ihn doch nicht umgebracht. Dann fangen wir doch direkt da an, wo Sie Per Röbling vor dem Hotel gesehen haben. Wo wollten Sie dahin? In die Fußgängerzone. Ich hab gedacht, ich träume. Das kann er ja nicht sein. Das kann ja nicht er sein, der da einfach so aus dem Hotel rausspaziert. Mhm. Haben Sie ihn angesprochen? Frau Eriksen, da läuft Ihnen der Mann über den Weg, der seinen eigenen Tod vorgetäuscht hat und Sie um Ihre sorglose Existenz gebracht hat. Und Sie sprechen ihn nicht mal an. Sind Sie ihm gefolgt? Auf den Friedhof? Hat er Sie gesehen? Der Mann, der Ihr Leben zerstört hat. Sie folgen ihm, es kommt zum Streit und da liegt der Spaten. Wann ist er denn gefunden worden? Gestern Morgen. Ja, das war vorgestern, als ich ihn gesehen habe, da vom Roten Turm. Der Friedhof wurde um 8 Uhr aufgeschlossen, um 9 Uhr wurde seine Leiche gefunden. Wo waren Sie in dieser Stunde? Ich konnte nicht in deine Nähe. Ich hatte Angst, dass... dass er mir alles wieder nimmt. Meine ganze Existenz. Meine Würde. Mein Herz. So, jetzt sind es nur noch 4. Und dann sind wir durch. Kann ich die übernehmen? Melissa Becker. Sagt dir der Name was? Ja, unvergesslich. Ich habe sie noch mal laufen lassen und sie hat bestanden. Ihre nächste Station ist das Gespräch bei Dr. Salomon. Spinnst du? Wir sind im Abschlusssemester und wir sind Praktikanten bei der MOKO. Trotzdem haben wir nicht das Recht, die Neuen zu behandeln wie Idioten. Was? Du hast dich über ihre Figur lustig gemacht. Du hast gesagt, dass sie fett ist. Ich habe gesagt, selbst eine fette Hausgeist... Du hast sie einen abgegrinst, weil sie gegen die Wand geknallt ist beim Parcours. Ja, und weißt du, was sie gemacht hat?
Sie war rassistisch. Von wegen, ich habe den Job nur, weil ich schwarz bin. Du hast sie schon beim Start entmutigt und verunsichert. Und dann durfte sie auch noch anhören, sie gehört auf den Müllwagen? Was? Ich habe dem Hausmeister gesagt, er soll... Warum rechtfertige ich mich eigentlich vor dir? Weil du genau weißt, wie daneben das war. Warst du dabei, Eileen? Ich weiß doch, wie du bist. Und man muss nicht immer alles sagen, was einem durch den Kopf geht. Man kann auch mal sein Gehirn anstrengen. Genau, und dann schön alles zerdenken und ein Antragsformular ausfüllen. Wie bist du eigentlich durch den Psychotest gerutscht? Wie bist du, Sach, eigentlich hier in der Moko gelandet? Kein schöner Anblick, wenn Frauen sich prügeln. Finden Sie es schöner, wenn Männer sich prügeln, oder was? Nichts gelernt im Diversitätsseminar. Es gibt eine Verwarnung. Abflug! Kann irgendjemand bezeugen, dass Sie bis mindestens 9 Uhr zu Hause waren? Ich bin allein. Das ist mein Schicksal. Ich weine später. Frau Konrad ist tough. Weil sie merkt, dass die Verdächtige sie einwickeln möchte. Und gleich sehen sie eine Ermittlerin in Höchstform. Ich nehme an, sie sollen auf Stichwort gleich reingehen und der Kollegin die Mappe mit den leeren Blättern geben. Ohrläppchen. Nichts schüchtert einen Verdächtigen mehr ein als eine dicke Ermittlungsmappe. Als wüsste die Polizei alles über einen. Wäre es denkbar, dass wir ihre Fingerabdrücke auf der Tatwaffe finden? Ja. Den Spaten können alle benutzen. Auf dem Friedhof auch ich, wenn ich mich um das Grab meiner Eltern kümmere. Ja? Die Ermittlungsmappe. Dankeschön. Ja, es sieht ganz so aus, als hätte Per Röbling sich schon umgewendet, als er erschlagen wurde. Der Spaten hat ihn von schräg hinten getroffen. Mit voller Wucht. Stimmt. Ich habe ihn erschlagen. Ich habe mir das gedacht, dass er zu seiner Mutter möchte. Und es tut mir nicht leid. Immerhin konnten Sie sich entschließen, die Handgreiflichkeiten zu beenden und mit mir zu sprechen. Es stimmt mich optimistisch, dass aus Ihnen beiden noch gute Freundinnen werden. Aber den Umgang mit Bewerbern, den üben wir noch mal. Ich habe Melissa nicht beleidigt. Ihnen steht es nicht zu, die Entscheidungen Ihrer Kollegin zu revidieren. Sie hätten sie auf gar keinen Fall ein zweites Mal laufen lassen dürfen. Sie hat uns ausgetrickst. Sie hat uns wohl bei der Begrüßung der Bewerber beobachtet. Ein Blinder hätte sehen können, dass wir Stress haben. Sehen Sie, und genau das ist problematisch. Spannungen kommen vor, aber sie sollten uns nicht ins Gesicht geschrieben stehen. Hey, warum habt ihr mir nicht Bescheid gesagt, wann und wo ihr euch duelliert? Wen hättest du dann angefeuert? Ich bin die Schweiz, ich bin raus. Schöne Mittagspause. Danke. Sie können stolz auf sich sein, wenn Sie es bis hierher zu mir geschafft haben. Nehmen Sie. Nehmen Sie Platz. Danke. Erzählen Sie mir von sich. Warum möchten Sie Polizist werden? Mich interessiert die Polizeiarbeit schon seit Jahren und ich ziehe mir wirklich jeden Krimi im Fernsehen rein. Wirklich jeden. Und ich liebe einfach die Action. Ja. Das zeichnet Sie natürlich vor allem anderen aus.
Hast du die Klausuren schon durch? Die meisten. Meine auch. Ja, und ich habe mich bemüht, Fehler zu finden, aber ich muss meinem Co-Korrektor beipflichten und sie mit einer 1 bewerten. Oh, danke. Aber sagen Sie, Herr Abel, hatten wir nicht die Abmachung, dass wir beim Sie bleiben? Nehmen Sie mich nicht ernst? Doch, Frau Dr. Salomon, ich nehme Sie sogar sehr ernst. Ich fürchte, auch der endgültige Obduktionsbericht wird Ihnen nicht viel erzählen, was zur Aufklärung des Mordes beitragen könnte. Ja, das macht nichts. Nadine Eriksen, die Frau, die ihren Toten heute Morgen identifiziert hat, die hat jetzt dessen Mörderin in Puckzett gestanden. Oh. Mhm. Er hat ihr die große Liebe vorgespielt und dann hat er sie um ihr Vermögen gebracht. Erstaunlich, wozu so eine zierliche Person imstande ist, wenn es drauf ankommt. Ja, sie wird sich einer Mordanklage stellen müssen. Sie hat ihn verfolgt, da ist nichts mit Totschlag. Wir hatten gar nichts Konkretes gegen sie, aber dann war ich mir nicht zu schade, die alte Nummer mit der Lernmappe durchzuziehen. Sie haben einen Mord aufgeklärt. Ja, super. Eine einsame Frau, die sich nach ein bisschen Liebe sehnt, ist ja auch ein leichtes Opfer. Dann kann ich ja richtig stolz auf mich sein. Marc? Ja? Führen Sie die Vernehmung mit Frau Eriksen zu Ende und schreiben dann das Protokoll, ja? Klar, gerne. Tschüss. Ciao. Ich wusste, wenn ich ihn irgendwo abfangen kann, dann auf dem Friedhof. Und da kam er dann auch mit einem fetten Blumenstrauß. Hab ich ihn angesprochen. Hat er so getan, als würde mich nicht kennen. Hat sie umgedreht und ist weggegangen. Hab ich den Spaten gesehen in der Schubkarre. Hab ihn genommen und auf ihn eingeschlagen. Eingeschlagen. Und eingeschlagen. Bis er am Boden lag. Erzählen Sie mir von sich. Warum möchten Sie Polizistin werden? Die Polizei übernimmt eine sehr wichtige Rolle für die Gesellschaft und für den Rechtsstaat. Sie trägt zu sicheren und geordneten Verhältnissen bei. Es ist auf jeden Fall ein Beruf, der mich stolz machen würde. Du hast die Frau echt ein zweites Mal laufen lassen? Sie hat mir leid getan. Sie hat mir erzählt, wie AC sie behandelt hat. Du hast ihr das abgekauft? Ja, ich weiß doch selber, wie AC ist. Ich bin pflichtbewusst, zielstrebig, fleißig und auf jeden Fall teamfähig. Und ehrlich und loyal? Ich denke schon. Sehen Sie, das passt leider gar nicht zu dem, was zwei Studentinnen berichtet haben, die heute bei den Sportprüfungen assistiert haben. Die Afrodeutsche hat mich gemobbt. Sie sprechen von Frau Heffner. In deinen Augen kann AC nie was falsch machen, oder? Auch gestern in der Bar. So wie sie einfach über alle Vorschriften hinwegbrettert. Ey, es war quasi Gefahrenverzug. Sie hat gesagt, es ist schlimm, mit mir in einem Team zu arbeiten, weil ich so lame bin. Du bist vorsichtig. Sie haben Frau Heffner sinnverzerrt zitiert, um Frau Axus Mitgefühl zu erwecken. Und Sie konnten optimistisch sein, dass Ihnen das gelingen würde, denn Sie haben vorher beobachtet, dass die beiden Spannungen miteinander haben. Sie haben das ausgenutzt. Und Sie haben die beiden gegeneinander ausgespielt. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich habe die 2000 Meter ja dann geschafft. Oder? Ja, aber Ihr Handeln spricht nicht für Ihre Aufrichtigkeit oder Teamfähigkeit. Das sind zwei Fähigkeiten, an denen Sie noch arbeiten sollten. Ja, ich möchte unbedingt zur Polizei. Ja, das zeugt von Ihrer hohen Motivation. Aber es tut mir leid, ich kann der Polizeifachhochschule Ihre Aufnahme nicht empfehlen. Die Prüfung endet hier für Sie. Weißt du was? Geh doch heute Abend mit AC Pizza essen.
Sie sagt, sie hat Röbling gesehen, wie er mit dem Blumenstrauß ankam und hat ihn angesprochen. Aber den Blumenstrauß hat er schon abgelegt, als er gestorben ist. Ja, und auf ihn eingeschlagen und eingeschlagen und eingeschlagen? Das ist doch Quatsch. Laut Obduktionsbericht war es ein einzelner, präzise gesetzter Schlag. Warum legt sie ein falsches Geständnis ab? Sie hat die Tat die ganze Zeit geleugnet. Und dann guckt sie sich die Fotos an und auf einmal, wie aus heiterem Himmel... Was genau schaut sie sich da an, Marc? Moment. Ich habe ihn erschlagen. Wir haben Grund, Ihr Geständnis anzuzweifeln. Was wollen Sie denn von mir? Sie reden die ganze Zeit auf mich ein, dann sage ich Ihnen, wie es war. Und dann gefällt's Ihnen nicht. Ich habe Per Röbling erschlagen, so einfach ist es. Und jetzt können Sie mich festnehmen. So einfach ist es leider nicht. Denn der Obduktionsbericht erwähnt ein auf den ersten Blick unwichtiges Detail. Per Röbling hat Kontaktlinsen getragen. Ja? Naja, dann wäre es ja etwas unlogisch, dass er zusätzlich noch eine Brille getragen hat. Sehen Sie? Sie wissen's, oder? Was denn? Sie haben die Brille auf dem Foto erkannt. Sie wissen, wem sie gehört. Der Täter hat sie verloren, als er zugeschlagen hat. Kann ich noch mal das Foto von Ihrem Sohn sehen? Bitte. Ich verstehe, dass Sie Ihren Sohn schützen wollen. Aber das ist dieselbe Brille. Und die Türken Aksu oder so. Die wollten mich von Anfang an fertig machen. Ich hatte überhaupt gar keine Chance, Mann. So ein Multikulti-Scheiß. Ich bin nicht teamfähig und dass ich lügen würde und dass ich fett bin, ja? Und sie haben gesagt, dass ich auf den Müll gehöre. Junge Frau! Junge Frau, Sie können die nicht parken. Nur Mitarbeiter. Blödes Arschloch, du hast mir gar nichts zu sagen, ja? Wichser.
Sag mal, musstest du nicht mal? Hä? Ja. Oh. Hör mal, neulich, das mit den Schmeißfliegen, das war nicht in Ordnung. Sorry. Ich bin ja froh, wenn jemand diesen Job macht. Die ganze Scheiße. Ich... Alles gut, Ampelmännchen. Ciao. Hatten Sie schon Zeit, sich zu überlegen, wie das für Sie mit dem Abschluss in der Tasche aussieht? Also, ich habe da so eine Theorie. Ich dachte, wir bleiben einfach alle in der Moko. Ja, nette Theorie. Aber wir wissen ja, nur eine kann Germany's Next Top-Kommissarin werden. Wenn Sie Rat bei der Karriereplanung brauchen, meine Tür steht offen. Du kommst gerade richtig. Höffner, ja? Ja. Und du bist die Türkin, oder? Ja, bitte. Wow, der Obermufti, nehme ich mal an. Maluf, Leiter der Mordkommission. Was kann ich für Sie tun? Sie erkennen einen Mörder nicht, der neben Ihnen steht. Papa, wer sind Sie? Mein Name ist Becker. Meine Tochter Melissa hat sich bei ihm beworben. Und jetzt ist sie tot. Das ist ihr Werk. Wir wollen wissen, was passiert ist. Ich mach euch fertig, das schwöre ich euch. Marvin.